Gigi und hallo meine Freunde zu einem weiteren Video. Ja, nachdem wir die sehr erfolgreichen ETBs geöffnet haben in den letzten zwei Tagen, kommt heute das 18er Display ran. Und ja, hier haben wir 18 frische Booster und ich hoffe einfach mal, dass die ganz gut gönnen. Die 18er sind ja, wie gesagt, ein halbes Display praktisch, ne? 36 ist das normale und die können mitunter sehr, sehr gut gönnen sogar. Und wir hoffen einfach mal, dass wir hier ein paar schöne Hits drin haben und ja, nicht nur Fossil-Pokémon und so weiter. Also, ich leg's hier hin, wir fangen an mit einem schönen Nachtara und ja, na klar. Oh, die gehen sehr leicht auf. Wieder interessant. Also wahrscheinlich auch aus einem anderen Printrun. Weil manche sind bis jetzt schwer aufgegangen, manche richtig leicht. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr schon 18er Displays aufgemacht habt und wie die bei euch gegönnt haben. Würde mich mal interessieren, wie die Ratio so ist. Ich glaube, so eine gute Ratio sind wahrscheinlich so 4 Hits. Mal gucken, ob wir die bekommen, beziehungsweise ob wir die schlagen können. Ja, aus 2 ETBs waren 16 Booster, haben wir bis jetzt ja nur 2 Hits bekommen. Oh, GG, Leute! Erstes Booster, Psyana V in der alternativen Artwork-Form. Richtig, richtig nice. Aber ich sehe hier auch schon eine Printline. Oh mein Gott, Leute, das ist eine fette Printline. Seht ihr die hier oben? Das ist richtig schade. Aber, Leute, es hat schon gegönnt. Das erste Booster. Unglaublich. Wahnsinn. Also die 18er, die gönnen anscheinend richtig. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Nein, Spaß, wir machen natürlich noch die anderen 17 auf. Wow, was war das für ein erstes Booster? Leute, eine Alternative im ersten. Kommt da noch eine zweite? Können wir noch die zweite voll machen? Nee, Wahnsinn. Also sehr, sehr schöne Karte. Gucken wir uns gleich auch nochmal im Recap in Ruhe an. Ja, falls ihr auch so ein 18er aufmachen wollt, 36er oder andere Produkte, haben wir alles noch bei uns im Shop. ggcards.de, so lautet die Adresse für unseren Online-Shop. Guckt also gern mal rein. Wir haben richtig viel Produkte auch noch da. Natürlich auch von Drachenwandel. Richtig cooles Set auf jeden Fall. Ihr seht schon, jetzt nach einer Durststrecke von 2 ETBs starten wir hier super rein in dieses 18er-Display. Und ja, ich bin eigentlich jetzt schon komplett zufrieden. Brutalanda geht es hier weiter mit einer Holokarte. Sehr, sehr schön. So, die werden wir nochmal eintüten hier. Und dann gucken wir uns gleich das nächste Booster natürlich an. Ich bin immer noch so ein bisschen perplex, dass wir wirklich diese Karte hier gezogen haben. Aber schade, dass echt die so Printlines drauf haben. Das ist echt nicht so schön. Gerade wenn man solche ja, Secret Rares dann zieht, möchte man die ja eigentlich in möglichst perfektem Shape haben. Aber gut, wir sind froh, dass wir sie gezogen haben. Wir machen mal mit Entoron, mit Bummels. Dann haben wir einmal Noxia, ein richtig schönes Design. Bashwa, Zurokex. Einmal Traumato, ein Lombrero und ein Ampharos haben wir hier. Das Ampharos kennen wir schon, das haben wir schon öfter hier gezogen. So, dann machen wir mal ein Skip-Pack. Das skippen wir einfach mal so ein bisschen durch hier. Zack. Und einmal Tohaido. Okay. Schade. Schade, schade. Gut angefangen. Mal gucken, ob wir noch so ein paar normale Hits. Wir hatten, glaube ich, der Psyana ist jetzt die erste wirkliche Evolution, wie auch immer, Karte. Und das geht wieder schwer. Mir fällt auf, wo die Alternative drin war. Das ging extrem einfach auf von der Struktur. Vielleicht sind da immer Alternative drin, wer weiß. So, meine Freunde, wir machen weiter mit Mebrana, Seelenmaske, Teribark, ein Kiesling. Tipp, Cliff die Fuchs, ein Yorkliff und nochmal der dritte im Bunde hier. Machen wir mal weiter mit einem schönen Duraludon-Pack. Boah, das geht auch wieder schwerer auf. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also insgesamt sehr, sehr nettes Set, würde ich sagen. Richtig coole Karten drinne. Macht auf jeden Fall Spaß hier gleich hintereinander. Die Entwicklungsform auch schön. Zorua, ein Wablu, dann ein Hopsspross, dann ein Hobeluff und dahinter, oh, Nachtara V-Max, Leute. GG. Und hat auch diese Karte, hat eine fette Printline. Seht ihr das? Das ist ja hart. Das ist wirklich, ja. Ich gucke gerade selber mal.
Ja, oder muss das so? Sieht ein bisschen komisch aus auf jeden Fall. Ja, das ist schade, wenn sie dann diese Karten nicht vernünftig printen. Aber immerhin, momentan ist das auf jeden Fall dem Namen gerecht, ja, Evoli-Set. Da kommen auf jeden Fall schöne, schöne Hits. Zack, wahrscheinlich ist der Printer da immer einmal so komplett rüber geschrafft. Oder beim Verpacken vielleicht, wer weiß. Aber gut, ziehen wir vielleicht noch eine ohne Printlines. Ich bin gespannt. Tentoxa, Kleptifuchs, Zubiris, einmal Knapfel, ein Wommel, ein Schallquapp. Einmal zu Bieren. Und alter Bulbawak V-Max als Rainbow, Leute. Was ist das denn für ein 18er Display? Das gibt's ja gar nicht. Und hier sehe ich auch mal keine Printline. Richtig nice. Ein alternatives Artwork und eine Rainbow in einem 18er Display. Was ist hier los, Leute? Wow, ihr seht, das ist uncut. Hier haben wir nichts geschnitten. Das ist ja verrückt. Boah. Also ich glaube, so ein 18er Display hatten wir noch nie. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das wäre, glaube ich, gut gewesen für 5 Minuten, 50 Euro in 5 Minuten. Ich glaube, da wäre ich nach dem ersten Booster fertig gewesen. Unser Format, checkt gerne mal ab, auch in den Playlists, was wir da so haben. Wow, was ist denn hier los? Sehr, sehr nice. Also, eigentlich ja, kann da gar nichts mehr kommen in dem Display, aber wir haben noch mehr als die Hälfte. Also ich bin echt gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Wow, okay. Und dahinter ein Tengu-List. Das ist ja krass, Leute. Eine Alternative und eine Rainbow bis jetzt. Und einmal Nachtara V-Max. So, also das ist ein richtig, richtig starkes Display, würde ich sagen. Das freut mich, dass wir das auch mal auf der Kamera haben, weil ich glaube, ihr dachtet auch schon, was ist nur los hier mit den ETBs. Ein V-Hit immer pro 8 Booster, das ist halt echt nicht so schön. Aber umso schöner ist, dass wir hier ein paar nette Hits haben. Okay, der Broccolus mit Dialga. Und ich glaube, so langsam haben wir auch schon die Hälfte des Displays durch und haben 3 Hits. Also ich bin eigentlich noch ganz positiv gestimmt, dass wir diese Ratio von 4 hinbekommen, dass wir 4 Hits auf jeden Fall schaffen bei diesem Display. Und ja, gucken wir einfach mal, wie es da so weitergeht. Draschel, Boost Shake, hallo, Kapuno, Lampi, Leufeo, dann war Blue, Flabébé, dann mal wieder ein Spielzeugfänger und Dressela dahinter. Also Holos, nicht so viele drin, nur besser als Holo. Ja. Wir haben das jetzt als ein Holo von Brutalanda. Und ja, 18er Displays sind also echt sehr, sehr nice. Könnt ihr mal mir schreiben, habt ihr das auch schon so gezogen? Besser, schlechter, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil so viel 18er machen wir hier auch nicht auf. Also können wir da auch nicht so eine große Aussage drüber geben. Farbigel noch, jetzt haben wir Ampharos mal als Reverse-Karte, auch sehr schön. Dann nehme ich das mal raus. Wir haben noch Leute, oh, hier sind aber echt noch viele drin. 2, 4, 7, also wir haben noch fast eine ETB. Und dann gucken wir mal, was wir da aus der ETB noch rausholen. Haha. So, und was gibt es denn noch Schönes? So Nachtara V-Max als Alternative, das wäre doch auch nicht schlecht. Aber ich würde gerne einfach nur ein Rayquaza, auch eine normale Rayquaza V-Karte würde mir schon reichen. Das wäre cool, wenn wir die noch in einem Video hätten, weil die habe ich noch gar nicht gesehen und wir haben jetzt auch schon einige Booster aufgemacht. Also ja, schreibt mir gerne mal, habt ihr Rayquaza schon gezogen? Würde mich interessieren. Und oh, die geht wieder sehr leicht auf. Mal gucken, ob hier ein Hit ist. Also die ging jetzt sehr leicht auf. Gucken, ob da sich das bestätigt. Wenn die sehr, sehr leicht sind, dass da immer ein Hit drin ist. Hypno, Gesichtsschutz. Das ein Barschwa. Ein Contini. Ein Fleeknäuel. Emolga. Wommel. Und dahinter? Okay, Zoroark. Aber immerhin eine Holo. Aber die ging wirklich sehr, sehr leicht auf. Wahnsinn. Okay. Ja, meine Freunde, V-Karten haben wir noch nicht eine. Was ist denn da los? Okay, außer Psyana, das stimmt. Aber Psyana ist ja eine schöne alternative V-Karte. Und weiter geht's. Kubuin, huch, jetzt müssen wir mal gucken. Nachahmerin, Melias Entschluss, Kindwurm, Iribis, Tentacha, Emolga, Joaclef, Castellit und Milotic dahinter. Also durchwachsen, aber die Hits, die wir hatten, die waren echt sehr, sehr, sehr gut. Da kann man wirklich
ja, nichts gegen sagen. 4. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch was Schönes ziehen können. Ich habe ja gesagt, die Sample Size sind eigentlich so 4 beim 18er und durchschnittlich beim 36er so 8. Das kann natürlich nach oben, das kann aber auch nach unten variieren. Siehe meine ETBs. Und dann gucken wir mal, ob hier vielleicht noch Garados VMAX, Leute, noch eine VMAX gezogen. Sehr schön. Und die hat auch zur Abwechslung mal keine Printline. Ach, ist das schade, dass Nachtara so eine Printline hat. Aber sehr schön, damit haben wir auch sozusagen. Ja, die 4 voll gemacht, das heißt, wir sind voll im Durchschnitt, was nur die Hits angeht. Was das für Hits sind, die sind natürlich weit über Durchschnitt mit Alternative und Gold in diesem Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, die letzten drei Booster und dann haben wir dieses 18er hier auch schon geschafft. Und ich denke mal, das war schon sehr nice. Ich hoffe, es hat euch natürlich auch Spaß gemacht hier, dieses Opening. Und nochmal Garados V, Leute. Okay, da ist der fünfte Hit. Damit machen wir Garados voll, Garados und Garados VMAX. Und zwei Booster noch zum Schluss. Und ich denke mal, da dürfte nichts mehr drin sein. Wir machen sie natürlich trotzdem auf. Man weiß ja nie. Und gucken wir mal, was da noch so sein könnte. Castellit, einmal die Flugdrachenrolle. Kapulin. Ich finde es interessant, ich habe jetzt hier, glaube ich, schon mehr Hits, als ich bei einem ganzen 36er Display von Kampfstile hatte. Falls ihr mal das schlechteste Display überhaupt sehen wollt, guckt euch das hier an. Also nicht das hier, sondern das Kampfstile Opening. Das war wirklich ein richtig schlechtes Display. Umso schöner, dass wir hier ein tolles 18er haben. Ich sage nochmal danke, das ist das letzte Booster. Ich bin voll zufrieden hier mit Psyana, Nachtara, Volvewook und komplett Garados. Leider kein Rayquaza. Aber vielleicht kommt er ja noch hier im letzten Booster. Ansonsten checkt, wie gesagt, unseren Shop gerne ab ggcards.de. Für die ganzen Produkte haben wir auch noch alle gelistet, ist alles noch da. Und dann zieht ihr vielleicht auch so schöne Karten, wie ich mal zur Abwechslung hier heute. So, Kleptifuchs, Yorklef, Kapaloris und dahinter ein Pumpkin. Gut, Leute, 5 Hits, ich bin zufrieden. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Hier nochmal die beiden Karten. Richtig schön hier in diesem Display. Also dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao und tschüss.